Hi, I'm the director of Attack of the Drone, my god, and I go to Cannes. I will go to Cannes. Yippie! Ja, wie im Teaser angekündigt, kommt nun auf diesen Kanal alles, was man über die Filmfestspiele in Cannes wissen muss. 2006 durfte ich bei den Droma-Leuten mit nach Cannes und somit bei den legendären Droma-Paraden mitmachen. Und dazu habe ich sogar ein Vlog gemacht. Quasi eines der ersten Vlogs überhaupt. Alles noch auf Englisch. Weil YouTube war damals halt auf Englisch. Ja, wo wart ihr alle, ihr deutschsprachigen Menschen? Hä? Keiner war da von euch auf YouTube. Ich war alleine. Das Problem ist nur, ich konnte nicht wirklich Englisch. Nein, ich konnte es irgendwie nicht. Ich war halt dumm. Hab's trotzdem gemacht. Und als ich das Material danach angeschaut habe, da dachte ich mir, oh Gott, ist das scheiße. Alter, das ist so schlecht. Nee, komm mal, nee. Das lade ich nicht hoch. Das ist, oh Gott, ist das schlecht. Doch nun, Jahre später, ist es mir egal. Ja, ich lade den Scheiß einfach hoch, den ich damals nicht hochgeladen habe. Viel Spaß bei einem meiner allerersten Vlogs, mein Trip nach Cannes. I go to Cannes, it's very... I'm very happy that I can go to Cannes, go to the drama team, and I will show you what I take to come. At first you need stuff for your own movie, to promote your movie. It's very important that you have t-shirts from your own movie. Attack of the Drone Maggot. For the big parade you need costumes, you need masks, you need legs. All the things I take to come. Oh, you need fake blood, you need stuff to promote for your movie. You need some DVDs with your own fucking trailer. You need cash money from Cannes, because Cannes is a very expensive town. Oh, of course, you need a sleeping bag. Without a sleeping bag you can sleep. Oh, you need a toothbrush. Without a toothbrush, you cannot clean up the toilet. I will pack this stuff in a suitcase. Charles. That is my suitcase and my pocket for Cannes. Yeah. And in that rucksack, I can't put this leg into the bag or in the rucksack. I don't have any places. I go without the leg to Cannes. Yeah, without the leg. So, now... Cannes, I'm coming! Wow. I'm here on the station of... on the main station from Nürnberg. And I have to walk. Ja, ich mach mal kurz auf Deutsch weiter, weil dieses englische Geschwurbel, Geblabbel da, das versteht man nicht. Bin quasi gelaufen zum Bahnhof, weil ich dachte, es fahren Busse, aber es fahren keine Busse. Das war schon zu spät oder zu früh, keine Ahnung. Und bin zwar in Berlin gewohnt, dass halt Busse rund um die Uhr fahren oder der öffentliche Nahverkehr, aber in Bayern doch nicht. Ich bin gelaufen. Ich habe Gott sei Dank so viel Zeitpuffer eingeplant, dass das trotzdem kein Problem war. Da plane ich lieber 2 Tage Puffer ein, weil weiß, was passieren kann unterwegs. Gut, dass ich das gemacht habe. I'm alone in the train. In the whole train, I'm the only guest. I have a seat reservation for this train. And nobody is here, so I have paid this money for nothing. Oh man, man sieht richtig, wie mein Gehirn arbeitet, wenn ich versuche, ein paar Wörter auf Englisch herauszukotzen. Lasst euch das eine Lehre sein. Bitte immer schön brav eure Vokabeln lernen im Englischunterricht. Ja, sonst endet ihr wie ein kleiner Droma-Gott. Now we are in the airport from Munich. Munich? Sagt man das so? Heißt das nicht Munich? Wie spricht man das aus? Schreibt in den Kommentaren, wie man das ausspricht. Danke. And my flight goes in 1 hour and 20 minutes. And then I am in Nice. Ab jetzt habe ich leider keine weiteren Aufnahmen mehr. Tut mir wirklich leid. Ich kann euch also nur sagen, wie es weiterging. Also ich bin quasi in Nizza, also Nice,
ist Englisch für Nizza, so heißt der Ort, da bin ich halt gelandet und von dort aus muss man mit dem Bus nach Cannes weiterfahren. Und am Flughafen habe ich jemand getroffen, den hatte ich doch zuvor beim Weekend of 4 in Erlangen kennengelernt. Yassid Benfegul, den Herausgeber der Gori News. Die Zeitschrift, die dann später in Deadline umbenannt wurde. Ja, Yassid, der Produzent von Sky Sharks, der beste Film aller Zeiten. Und Gott sei Dank habe ich ihn getroffen, denn so konnte ich mich an ihn hängen und er wusste sofort, wie man nach Cannes fährt. Der wusste Bescheid, das wäre bei mir, wenn ich es alleine gemacht hätte, eine Katastrophe. Keine Ahnung, wo ich gelandet wäre. Oh, boah, stimmt, irgendwo in Polen. Oh. Something stupid. Und ich fand's echt interessant bei Yassid, weil er hatte keine Übernachtung in Cannes. Er hatte kein Zimmer, kein Hotel, nach dem Motto, ach, ich komm schon irgendwie jede Nacht irgendwo unter. Das hat bis jetzt immer geklappt, das klappt auch diesmal. Ja, so war's auch. Quasi die erste Nacht hat er quasi im Droma-Apartment gepennt. Da war noch genug Platz, so, ja, hier komm, penn bei uns. Und somit ging schon mal sein Plan auf für die erste Nacht. Das Apartment ist quasi eine private Wohnung von irgendjemandem, die halt quasi während der Film verspielen kann, ihre Wohnung vermieten für teuer Geld und Roma hat es halt angemietet und da sind wir halt alle untergebracht worden. War auch gar nicht so weit weg von dem Filmverspiel, muss man sagen. Es ging, es war echt fußläufig. Und am Strand von Cannes hat mich denn auch Carlos wiedergefunden. Carlos, den kennen doch bestimmt einige noch von der Dromanale. Ja, da ist er wieder. Gott, ist die Welt klein. Und am ersten Tag hat man halt noch nicht so viel gemacht. Ne? Ist mal ein bisschen rumgelaufen, hat Blödsinn gemacht am Strand, ist an der Côte d'Azur lang gegangen, hat da wiederum Blödsinn gemacht. Krus! Die Filmverspiele gingen noch nicht los. Das war noch alles ruhig, erstmal ankommen. That's pure life, that's what we want. That's a the passion of the life cinema. Das war so der erste Tag in Cannes. Ja. Also, seid gespannt. Nächstes Video geht's weiter. Und hier noch die geilsten Kommentare vom letzten Video. Ein Wurstzimmer ist das, ja? Gab es da auch Bier oder nur Wein? Und von Neox, wird es da auch Pisse und Hundescheiße geben? Also ich sehe schon, ihr wollt beide irgendwie das gleiche wissen. Bloß bei Neox muss ich sagen, du solltest deine Ernährung umstellen. Meine Empfehlung, okay? That's pure action, that's unscripted.